Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu MXGP 2, das offizielle Motocross Videogame. So, wir starten hier drüben. Ihr könnt euch die ganze Meute anschauen. Februar wieder mal auf der Pole. Paulin, Lapotto, Dessal, Bob Schaef, Nagel und Chuck. Wen war da? Simpson? Wer war das? Egal. So. Guter Start. Wieder wichtig. So, mal ganz gut weggekommen. Das soll gut innen hier, jawohl. Na, da können wir uns gut reinlassen. In die Eisen. Oh. Ja, ein bisschen zu hart, aber geht. Das soll mit seiner Suzuki. Ja, und hinten uns schon wieder mal Febre, oder? Der, jeder crasht außer Febre. Aber so kann er natürlich auch Weltmeister werden, keine Frage. So, höchste Konzentration jetzt. Mal hier die erste Runde gut überstehen. So, hier habe ich den Fehler gemacht mit den Scrubs immer. Den mache ich jetzt nicht mehr. Da bin ich dann rechts rausgesprungen. Da mache ich jetzt lieber keinen. Den können wir dafür woanders reinhauen. Ja, schon schöne Furken hier drin. Da können wir einen riskieren, genau. Ah, hier eigentlich, naja, ist schon wieder Blödsinn, hier nicht. Glück gehabt noch einmal. Oh. Ja, hier und dort kann man nicht ganz so schnell durch. Golden auf die Saal hinter mir, jawohl. Febre gar nicht einmal hier Top 3 momentan, weil hat er einen Crash gehabt. So, jetzt probieren wir das heute wieder mal sauber zu Ende zu fahren. So, wieder mal der Plan. So weiter wie bis jetzt. Ohne Risiko. Boah, ja, passieren kann natürlich immer was. Ja, bei mir ist das witzige Problem, wenn ich da mal stürze oder hinten reinkomme, ab 2-3 mit Zweikampf und so, dann ist es meistens, ich weiß nicht, dann entweder kollidiere ich dann mit einem anderen oder rutsche so irgendwo raus, stürzt immer nur. Das ist grauenhaft. Also wenn dann zu viele Gegner unterwegs sind, 1 gegen 1 geht eigentlich noch. Ah, hier haben wir eigentlich gesagt, scrubt man nicht. Nagel zweiter, sehr schön. Will investieren und dann raus beschleunigen. 3,7, da haben wir komfortablen Vorsprung. Aber wie gesagt, da muss auch alles passen. Es ist ja unfassbar. Ja komm, und dann braucht er auch noch so lange. Ja, jetzt haben wir schon einen guten Vorsprung gehabt, deswegen macht das zum Glück nichts. Rutscht mir, geht mir hinter das Motorrad weg, ich fasse es nicht. So ein Amateurfehler wieder hier. Den mühsam erarbeiteten Vorsprung wieder fast schon leichtfertig verspielt. Aber wir können uns jetzt wieder, ja, auf über 2 sind wir. Zum Glück ist nichts passiert. So, hier gibt es keinen. Da hatte ich schon schlimme Erfahrungen. Das ist auch fies, das Eck hier. Da bin ich auch schon gerne rausgefahren, links oder auch rechts.
Jetzt springe ich wieder. Was mache ich, Trottel, wieder den Scrub-Versuch? Es ist nicht zu glauben. Ich kann es eh nicht beim Start und Ziel. So, aus. Aus jetzt. Nur bei dem einen Sprung machen wir es, ansonsten nirgends. Innen auf einmal ein bisschen am Hügel, aber geht. Ja, gute Forschung. Nagel, Koltenhoff, Feiten da hinten. Wäre wenn einmal ein super Ergebnis für Nagel. Vor allem vor seinen ganzen direkten Konkurrenten auch einmal ein bisschen Punkte zu holen. So, hier keinen, haben wir gesagt. Genau, da könnte man sogar ein bisschen vom Gas geben, dass man nicht ganz so weit springt. Theoretisch. 1,5 auf dem Nagel wieder, ja. Na, langsam hier rüber. Und hier geht's. So, statt Ziel visieren wir nur ganz gerade an, dass da nichts passiert. Oh, der ist schon hinter mir, was ist denn jetzt los? Na, vielleicht hier im letzten Sektor, dass da ein bisschen aufholen, die KIs. Jetzt sollte ich wieder ein bisschen Vorsprung rausfahren können. Hier, in der letzten Runde, da kommt Nagel. Ja, selber schuld, haben wir selber verbockt, aber noch ist nichts passiert. Vielleicht kommen wir jetzt wirklich wieder ein bisschen weg. Hier umfahren wir mal diesen kleinen Hügel da. Eine Sekunde auf Nagel, das ist relativ komfortabel, aber könnte jetzt im letzten Sekt doch noch ein bisschen angreifen, da war er vorher auch unmittelbar hinter uns. Schauen wir mal. Ja, das war fast ein bisschen zu kurz. Meine Idee. Jetzt komme ich da wieder nicht sauber raus, das gibt's ja nicht. Ja, da ist schon Nagel, jetzt ist nicht zu fassen. Da kommt er! Fährt mit mir mit. So, jetzt ohne Scrub. Jetzt fahren wir mal so durch. Da kommt Start und Ziel. Oh, das schaffen wir aber. Sehr schön. Können wir wieder ein Thumbnail machen? Ja, auf alle Fälle. Sorry, das nehmen wir gleich mit. Perfekt. Jetzt nochmal ein bisschen von der Nähe, so das Bild unten weg. Sehr gut. Sonneneinstrahlung auch hier. Wunderbar. So. Finish. Nehmen wir da noch eins mit. Ah, das ist auch ganz geil. Das eine machen wir noch hier. Moment, die Wand muss weg. Perfekt. Perfekt, so. Wunderbar. Puh. Ja. Glück gehabt noch einmal. Ein paar kleinere Schnitzer. Ja, und Nagel war schon da. Keroli hier noch. Sehr gut. Febri noch auf der 8. Das wundert mich jetzt. Okay. Oh, Wille Botter noch 11. Eieiei. Und ab zum zweiten Lauf. Ja, die Gänge passen eigentlich perfekt. Jawohl. Jo, dann würde ich sagen... startfrei. Los geht's, schießen wir da gut raus hier, jawohl.
Wieder sehr gut hier hinter uns, glaube ich, ein Honda-Pilot jetzt diesmal. Ist das Bob Chef? Cairoli sehe ich da schon, jawohl, der braucht auch die Punkte dringendst. Ah, Cairoli hinter uns, sehr gut. Mal schauen, wie es uns hier im zweiten Lauf geht. Ah, den Hügel ein bisschen mitgenommen, macht aber nichts. Haben wir früh genug gesehen. Febre ist doch, ja, jetzt kommt da Febre wieder von hinten daher, oder wie? Das gibt's ja nicht. Da ist der Dritte, es ist unfassbar. Ja, gut. Er hat einfach den Speed, da kann man nichts machen. Und das so ziemlich in jedem Rennen. Aber Cairoli müsste doch auch auf seinem Level ungefähr sein, das gibt's ja nicht. Ja, Streckenlayout hier auch. Genial. Top kann man sagen, ja. Ist auf jeden Fall auch im vorderen Drittel dabei bei den Strecken, würde ich sagen. Sagen. Gefällt mir ganz gut. Hoi. Unnötig angekommen. Naja, mit Stick kann man sich oft nicht so hundertprozentig auch aussuchen. Ja, schön von außen. Aufpassen, innen bei einem Hügel, da haben wir auch schon einmal bei einer schnellen Rechts, wenn ich noch erinnern kann, ich glaube beim zweiten oder dritten Rennen in Argentinien, wo ich da weggerutscht bin, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Desal auf 7 mit Crash, das gibt's ja nicht, ja. Momentan stärkste WM-Kandidat gegen Febre und der stürzt schon wieder, ist er nicht im ersten Lauf auch gestürzt? Ich glaub's nicht. Nagel zweiter, das finde ich sehr sympathisch. Max Nagel. Ja, da können wir mal ganz locker einen Scrub hier raushauen. Hier fahren wir wieder Safety, obwohl das jetzt wieder unnötig dämlich war. Das ist unfassbar. Man kriegt da keinen geraden Sprung hin. So, das wird wahrscheinlich unser Teamkollege fürs nächste Jahr. Max Nagel auf der Husqvarna. Wenn wir da ein Angebot bekommen, natürlich. Ja, Runde 3 sind wir da schon wieder, genau. Sehr schöne S-Passage hier, die ist dann relativ eng, aber gut, das gehört dazu. Nagel immer zweiter, sehr sympathisch. Wo ist Febre hin? Der gestürzt oder hat er den überholt? Oh, Butran auf der letzten Position hinten mit Crash, eieiei. So, jetzt eher tendenziell leicht rechts bleiben, nicht so weit innen. Bringt nämlich nichts. Ah, das haben wir gut erwischt jetzt. Es geht natürlich weiter. Instinktiv habe ich es drauf gedrückt, aber das war mein Fehler. Oh, wieder Botter, gib mir den mit. Ein Teamkollege. Wieder. Weil haben wir nicht den ersten Lauf auch gehabt, seinen saudämlichen Fehler da, wegrutschen am Hinterrad, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Zweiter Amateurfehler.
sowas ärgert mich. So einen unnötigen Fehler mit Wegrutschen am Hinterrad. Gut, wer jetzt Fevre vorne, wird mir das mehr ärgern, ehrlich gesagt. Aber wenn Max vor uns ist, ist das schon okay. Da kann er ein bisschen gute Punkte gut machen. So, dann geht's in die letzte Runde. Wow. Crash Bob Schäfer auf der 15, unfassbar. Fevre fightet hinten auch mit irgendwen auf der dritten Position. Ist auch Dritter. Achso, ja, na klar, gegen Villepoto. Ganz klar. Ah, jetzt kommt die letzte Runde, genau. Da gibt es ja nochmal so eine Welle mit nach links. Das ist wieder... Ja, man kann es nicht aussagen. Ja, Fevre hat sich durchgesetzt gegen Villepoto. Und jetzt muss man aufpassen, weil der könnte uns auch noch angreifen. Der hat den Speed. Jetzt müssen wir eine ganz saubere Runde hinkriegen. Der Nagel kann schon mal die Sektkorken knallen lassen. Oder den Sekt einmal einkühlen. Ja, eine nasse Strecke würde mich jetzt irgendwo auch noch interessieren, wie das zum Fahren wäre. Mit so ganz leichter Sichtbehinderung auch. Der Gatsch fliegt hinten raus. So kommen wir jetzt sogar hier Nagel noch mal näher. Fevre mit einem Crash, ich glaub's nicht. Er hat aber nur, verliert jetzt nur einen Punkt, einen Platz, weil er so weit vorne ist. Boah, Nagel hier fliegt ins KTM-Tafel fast rein und würde uns somit den Sieg fast schenken. Ja, auch die KI macht Fehler. Villepoto jetzt hinter uns. Ich hoffe, er schafft es noch gegen Fevre. Ja, man sieht, er ist so weit vorne und dann macht es auch nicht so viel. Er verliert nur einen Platz, Fevre. Wenn die anderen sind jetzt so weit hinten unterwegs. Fevre gegen Cairoli hinten. 4-5. Ich hoffe, Cairoli kann sich durchsetzen. Da hinten sind wir noch Villepoto. Wo sehen wir es kommen da hinten? Fevre hinter Cairoli. Sehr gut. Nur auf der 5. Perfekt. Nagel gewinnt vor Baum, Villepoto, Cairoli und Fevre. Simpson auf der Sek. Wo immer glaubt, er fährt eine Honda. Nein, er fährt eine KTM. Pauline ist es da hinten auch. So, Nagel und Baum ex Eco mit 47 Punkten gewinnen dieses Wochenende. Sehr schön. Dann Cairoli, Villepoto, Fevre 29 Punkte. Wunderbar. Wie schaut's aus? Ja, Cairoli in Führung. Sehr schön. Dann Fevre, Baum. Desal hat jetzt stark nachgelassen mittlerweile. Nagel kann sich davon wieder Bottom absetzen und nähert sich den Top 4. Noch so ein Wochenende und er ist dran hier an Desal unter mir. Wunderbar. Cairoli vor Fevre. Noch mit einem Mini-Vorsprung, aber noch alles möglich hier. Ja, bis Platz 5 Nagel eigentlich schon. Weil ich letztens schon gesagt habe, wieder Nagel habe ich schon abgeschrieben, aber im Prinzip kann man das nicht machen, aber gut, dass er sich gegen alle dann durchsetzt, noch Desal, Fevre, Cairoli und gegen mich. Ja, wird schwierig, aber nicht unmöglich. Also mit einer Serie ist er da gut dabei. Wunderbar, Freunde, das war's schon wieder mal für heute. Ah, genau. Das Magazin habe ich noch gar nicht geschaut. Sind gut, aber wir müssen noch besser werden. Ja, okay, das ist jetzt wirklich... Ja, ist ganz nett, aber ja, okay, nehmen wir es so mit. Es geht nach Lettland. Guck ums, ja, die Strecke ist nicht so geil. Ich würde ja mal eine Note, ich weiß nicht, 3 oder so geben. Ist jetzt nicht so geil. Aber diese Strecke muss gefahren werden, kennt ihr mal? Jo. Dann würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns hier in Kegums, Lettland. Ich hoffe immer wieder, es geht sich morgen aus. Aber immer schaffe ich es eben nicht. Aber meistens hoffentlich doch. Nur nochmal zur Erinnerung.
das immer wieder sein kann, dass einmal ein Tag sich das Video nicht ausgeht. Das sage ich immer wieder dazu, falls noch keiner, falls noch nicht alle gewusst haben oder gehört haben. Kann es sein, dass wieder heute auch ein neuer Zuschauer dabei ist. Aber meistens kriege ich es hin, jeden Tag. Kann passieren, dass es einmal nicht ausgeht. Aber da nichts verzagen, dann geht es mit ziemlicher Sicherheit einen Tag später wieder weiter. Mal jetzt mindestens bis zu MotoGP 16 quasi. Oder halt Valentino Rossi, der Game, so heißt er dann. Da müssen wir uns dann ihren neuen Zeitplan oder einen Plan überhaupt ausdenken. Ob man da nicht dann ja vielleicht abwechselnd fahren, keine Ahnung. Muss man noch überlegen. Aber da werden wir dann mal Fokus auf Valentino Rossi legen. Aber MX geht weiter. Keine Sorge an alle Motocross-Freunde, die nur Motocross schauen. Es geht auch da auf jeden Fall weiter. Und ein paar Videos kommen auch dann die Woche. Kein Thema. Gut, herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.